Wir wollen, dass ein Weihnachtsmarkt stattfindet, aber immer mit Blick auf die dann aktuellen Infektionszahlen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand am heutigen Dienstag, was Corona und Co. angeht hier in Cottbus? Wir haben seit gestern 3 neue Fälle dazugekommen, sind dadurch in der sogenannten 7-Tage-Inzidenz von gestern 40 auf heute 37 wieder runtergerutscht, wenn man so sagen möchte, sind aber nach wie vor noch über den 35, was also die entsprechenden Ergebnisse zeitig bzw. die Dinge, die aus der Verordnung dadurch erwachsen, was private Feiern angeht, Anzeigenpflicht, Beschränkungen und so weiter, Maskenpflicht in Büros, in Verwaltungsgebäuden und dergleichen mehr. All das bleibt bestehen. Im Kaltim-Klinikum, habe ich gehört, sind noch 5 Patienten jetzt, oder? Sind aktuell 5 Patienten auf Normalstationen, die im Zusammenhang mit Corona dort behandelt werden. Wie läuft denn das allgemein? Schwankt das immer, sobald man die 34 einen Tag unten hat, wird das wieder alles aufgelöst und dann wieder aktiviert, falls wieder ist? Oder? Es gibt immer Schwankungen, weil ja sozusagen immer die zurückliegenden 7 Tage betrachtet werden. Das ist keine wochenweise Betrachtung, sondern immer die zurückliegenden 7 Tage werden betrachtet. Das heißt, heute fällt sozusagen der Montag oder der Dienstag der vergangenen Woche quasi hinten runter. Und die Fälle werden von dort an weitergezählt. Insofern kommt jeden Tag eine andere Inzidenz raus. Das heißt, es kann passieren, dass ich an einem Tag mal, wenn die Inzidenz eben dementsprechend ist, mal nicht anmelden muss, meine Feier, und an einem anderen Tag wieder ja. Das ergibt sich so aus dem Verordnungstext des Landes. Das wird so sein, ja. Nun haben wir gehört, die ersten 1, 2 größeren Veranstaltungen werden auch schon wieder abgesagt. Nach der Kreativen Köpfe ist so ein Thema. Hat das jetzt auch Auswirkungen wieder für größere Events auch? Bis jetzt sind ja immer die privaten Feiern zu melden und zum Gucken. Man muss alles immer zu dem Zeitpunkt betrachten, wo es stattfindet oder stattfinden soll. Es kommt sehr oft jetzt in den letzten Tagen das Stichwort Weihnachtsmarkt. Was kann man dort tun, was will man dort tun? Wir wollen, dass ein Weihnachtsmarkt stattfindet, aber immer mit Blick auf die dann aktuellen Infektionszahlen. Insofern kann heute noch keiner ganz verbrieft sagen, wie wird das aussehen. Es gibt da viele Ideen. Wir sind da etwas zurückhaltend, alle oder jede einzelne Idee in der Öffentlichkeit zu erörtern, weil das kann morgen schon wieder anders aussehen. Aber wir wollen einen Weihnachtsmarkt in Cottbus unter den dann gängigen Bedingungen, die wir dann vorfinden. Das muss man abschätzen. Es ist sehr bedauerlich, dass gestern die Nacht der kreativen Köpfe abgesagt werden musste, weil es im Moment nicht anders geht. Wir hoffen, dass andere Veranstaltungen stattfinden können, wenn die Hygienekonzepte stimmen und wir auch bei den Infektionszahlen entsprechend ein moderates Geschehen haben. Aber es bleibt im Moment eine kritische Phase. Ich würde mal das Stichwort Markt von Weihnachtsmarkt aufnehmen. Es gibt nämlich beim Wochenmarkt jetzt aber trotzdem eine Erneuerung. Der Verwaltungsstab hat entschieden, dass auf den Wochenmärkten beginnend am morgigen Mittwoch vor der Stadthalle eine Maskenpflicht gilt, sowohl für die Händler als auch für die Kundinnen und Kunden. Das ist unumgänglich bei der derzeitigen Entwicklung und bei den Gefahren, die dort durchaus in den engen Kontakten, in den engen Gängen, an den Ständen vorhanden sind. Wir wissen, dass diese Diskussion schon seit Wochen, teilweise seit Monaten ja geführt worden ist, wie mit den Wochenmärkten dort umzugehen ist. Bisher ist es gut gegangen. Jetzt haben wir eine Entwicklung bei den Infektionszahlen, die uns sozusagen animiert, wenn ich es mal so sagen darf, dort eine Entscheidung zu treffen. Und die kann im Moment nicht anders aussehen, als dass diese Maskenpflicht bis auf Weiteres gilt. Okay. Anderes Thema war noch, dass der Notruf neuerdings missbraucht wird für manche Fälle. Ja, in unseren Augen ist das ein Notrufmissbrauch, wenn die 112 gewählt wird, um allgemeine Fragen zu Corona zu stellen. Da gibt es eine Bürgerhotline dafür. Wir wissen, dass die manchmal schwer zu erreichen ist. Da braucht es auch eine gewisse Geduld. Das Gesundheitsamt ist aber auch über gesundheitsamt@cottbus.de per E-Mail zu erreichen. Und auch dort bekommt man Antwort. Es muss auch nicht alles immer in 5 Minuten entschieden sein, alles nicht in 5 Minuten beantwortet sein, weil auch da sind die Fälle sehr unterschiedlich. Natürlich ist der Notruf für die da, die wirklich in Not geraten sind, die erheblich gesundheitlich eingeschränkt sind. Dafür ist der Notruf da, aber nicht für allgemeine Auskünfte oder dergleichen mehr. Ich würde noch mal nachfragen, weil Moskito war das Thema seit Freitag. Da hat es jetzt noch so ein paar, ich sag mal, Bremsungen oder Schwierigkeiten bei der Kontaktnachverfolgung gegeben. Wie ist da der aktuelle Stand? Wir sind gerade dabei, seit Sonntagabend bzw. seit Montag und auch heute per E-Mail alle die mit Informationen zum weiteren Vorgehen zu versorgen, die sich auch per E-Mail beim Gesundheitsamt gemeldet haben. Dazu hatten wir ja aufgerufen. Dort gibt es die entsprechenden Hinweise. Die Leute sollen sich dann entsprechend testen lassen. Diese E-Mail ist auch die Legitimation für die entsprechenden Tests. Und danach wird festgelegt, wie es weitergeht, je nach Testergebnis. Das heißt ganz konkret, dass nicht alle Gäste des Moskito automatisch unter Quarantäne stehen. Da gab es offensichtlich ein paar Missverständnisse, auch wenn es da die Formulierung manchmal Absonderung gewählt worden ist. Also unter Quarantäne stehen die, die dies telefonisch oder per E-Mail oder per Brief angeordnet bekommen haben. Alle anderen sind, wie man so schön sagt, freie Menschen, die sich aber, und das ist die große Bitte,
möglichst von Menschenansammlung fernhalten sollen, bis ein Ergebnis vorliegt und die gängigen Regeln, die eigentlich alle einhalten sollen, die berühmten AHA-Regeln einhalten sollen, also Abstand halten, Händehygiene und die Alltagsmaske nutzen. Das ist immer wieder, gilt für alle, aber im Besonderen für die, die da jetzt erstmal getestet werden und wo die Ergebnisse noch nicht vorliegen. Ich nehme an, die täglichen Telefonkonferenzen gibt es weiterhin. Der Verwaltungsstab ist täglich mittlerweile in mehreren Telefonkonferenzen, zum einen was unseren Verwaltungsstab angeht, aber natürlich auch in Abstimmung mit dem Krisenstab des Landes und verschiedenen anderen Gremien. Okay. Es gab sogar schon einen Bußgeldfall jetzt bei einer privaten Person. Wir haben jetzt erstmals ein Bußgeldverfahren eingeleitet gegen eine Frau aus Sandow, die sich permanent nicht an die Maskenpflicht gehalten hat im Einzelhandel und die also auch nicht entsprechend auf Hinweise und Ermahnungen durch die Kontrollleute reagiert hat. Und da sehen wir uns jetzt genötigt, mal etwas härter durchzugreifen. Wir haben dort 100 Euro als Strafe angesetzt, bewegen uns also in dem Rahmen, den die Verordnung, die Bußgeldverordnung vorgibt, und hoffen, dass das jetzt Wirkung zeigt und vielleicht auch allen anderen zeigt, es ist nicht nur sinnvoll, diese Masken zu tragen, sondern es wird auch durchaus bestraft, wenn man sich nicht daran hält.